Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist Sätze bilden. Also fangen wir sofort an. Wie kann man im Deutschen Hauptsatz, einen normalen Hauptsatz bilden? Also natürlich brauchen wir ein Subjekt oder eine Person oder Sache macht etwas, dann ein Verb, dann Ort oder Zeit oder mit wem, wie und ein Objekt. Objekt mit was oder mit etwas machen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir, das Subjekt lernen, das Verb in Zoom, also Ort, Deutsch, Objekt. Zweite, Modalverben, also müssen, dürfen, sollen, können, mögen. Und sagen wir, dass wir brauchen ein Subjekt wieder, dann Modalverb, dann Ort oder Zeit, dann Objekt und Infinitiv am Ende. Zum Beispiel, du. Subjekt musst, Verb in Zoom. Ort, Deutsch, Objekt, kaufen. Infinitiv. 3. Perfekt. Also wir brauchen wieder Subjekt, dann plus haben oder sein, dann Ort, Zeit, mit wem oder wie, Objekt und Partizip 2 am Ende. Zum Beispiel, wir haben in Zoom Deutsch gelernt. Also haben. Und dann gelernt Partizip 2 am Ende. 4. Zeit am Anfang, also Hauptsatz, wieder normaler Satz. Zeit, Verb, Subjekt, Ort, Objekt. Zum Beispiel, morgen lernen wir in Zoom Deutsch. Also das Verb immer, immer, immer auf der zweiten Position oder mit Modalverben Infinitiv am Ende. Und auch im Partizip 2 im Perfekt. Schaue ich gleich dann 5 Ort am Anfang. Ort, Verb, Subjekt, Zeit, Objekt. In Zoom, also Ort, lernen wir morgen Deutsch. 6 trennbare Verben im Hauptsatz. Brauchen wir dann Subjekt, Verbstamm, Objekt und dann Präfix, also ein ersten Teil des trennbaren Verbes. Zum Beispiel, ich rufe dich an. Also Präfix ist am Ende und Wortstamm ist auf dem zweiten Platz. 7. Fragen. Ja oder nein? Zum Beispiel, brauchen wir Verb, Subjekt und dann Objekt. Kaufst du das Auto? Also Verb, Subjekt, Objekt. Dann Fragen, offene Fragen. Das bedeutet Frage mit Fragewörtern. Brauchen wir Fragewort, Verb, Subjekt. Warum lernen wir Deutsch? Also warum ist ein Fragewort? 9. Verneinung. Also das ist Satz mit nicht oder kein. Dann brauchen wir Subjekt, Verb, Verneinung, Ort, Zeit. Und dann sagen wir, wir lernen nicht am Alexanderplatz Deutsch. Also nach dem Subjekt und Verb kommt diese Verneinungswort. 10 ist Verneinung Satz mit nicht oder kein. Dann brauchen wir Subjekt, Verb, Verneinung und dann Objekt. Ich lese keine deutschen Bücher. 11 für zwei Hauptsätze normaler Satz. Jeder Satz braucht ein Verb, aber wenn das Subjekt das gleiche ist, dann wiederholen wir das Subjekt nicht wieder. Zum Beispiel brauchen wir Subjekt, Verb, Ort oder Zeit, Objekt. Und dann wieder Subjekt, wenn das gleiche ist, dann nicht. Dann Verb, Ort, Zeit und Objekt. Klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist ganz einfach. Ich lese, also Subjekt, Verb, ein Buch. Und trinke Tee. Also und ich, Subjekt wiederholen wir nicht, das geht in Klammern, und trinken Tee. Und 12 Konjunktiv 2, das sind höfliche Fragen. Also können im Konjunktiv 2, dann Subjekt und dann Objekt und Ort, Zeit und so weiter. Also könnten Sie mir bitte helfen? In der Beschreibung wird alles, was ich heute gesagt habe, verlinkt und viel mehr. Also hoffentlich wird es hilfreich für dich sein und bis nächstes Mal.